Hallo zusammen, ich bin wieder bei der Fragestunde. Impfstofftransporte bei minus 80 Grad und jetzt nur noch minus 70 Grad. Warum das? Wie wird das Zeug normalerweise transportiert? Das sind isolierte Behälter. Die erreichen, das ist wirklich nur isoliert und die werden gefüllt mit Trockeneis. Trockeneis erreicht Temperaturen von minus 79 Grad. Je nach Luftdruck ändert sich das. Also wenn ich das in den Flieger packe, ist das dann noch ein bisschen weniger. Wenn ich nicht ganz einen Ausgleich habe, vielleicht auch noch ein bisschen weniger. Wegen dem hat man gesagt, vielleicht jetzt nur noch minus 70 Grad. Weil mit der Standard-Trockeneislösung kriege ich eben die minus 80 Grad nicht hin. Ich kriege sie mit der Trockeneisung hin, also einfach Trockeneis in so einer Isolierkühlbox. Das hier ist eine Kompressorkühlbox, wird mit 12 Volt betrieben, im Fahrzeug oder über ein Netzgerät auch zu Hause. Die kann ich also eine Woche, zwei, drei, vier, fünf Monate hinstellen und sie läuft. Trockeneis, das Trockeneis ist ja nichts anderes wie der CO2, Kohlensäure, im gefrorenen Zustand, das dann auftaut und weggeht als Gas. Also wir haben dann CO2 in der Luft. Dann gibt es so Diskussionen, ja, ich habe da eine CO2-Anreicherung der Luft, das stimmt. Aber wenn ich da nur im gut belüfteten Raum so eine Box habe, die dann permanent ein bisschen CO2 rausbläst, ist das nicht irgendwie ein Problem. Das ist erst ein Problem, wenn ich zum Beispiel so Trockeneis-Luftfrachtcontainer habe, die dann in einem Frachtraum liegen und daneben ist noch der Lieblingshund oder ein Rennpferd oder sonst was, die haben dann keine Freude an zu viel CO2. Weil die überleben das nicht. Und ein Pferd, das in den Schlachthof geht, wird nicht im Flieger transportiert. Eben, statt die CO2-Boxen, die isolierten Boxen, die lassen permanent CO2 raus, das Trockeneis wird immer weniger und ich muss dann da, je nach Isolation und Größe der Box, immer wieder CO2 bzw. Trockeneis nachbringen. Das heißt, wenn ich Impfstoff über längere Zeit, nicht nur einen Transport von 10 Stunden oder 20 Stunden transportieren will, sondern ich will das einen Monat lagern, dann muss ich die Temperatur zur Verfügung stellen von minus 80 Grad und da wird der Nachschub mit Trockeneis für Behälter relativ aufwendig. Aus diesem Grund geht man dann in zum Beispiel Kühlschränke, seht ihr teilweise in den Videos, das sind so mannshohe Kühlschränke, habe ich mal irgendwann gebaut vor 30 Jahren, Kelvinatoren und wie die alle heißen, die eben minus 80 Grad machen, ist die genau gleiche Technik wie hier. Ich mache euch hier ein Video, wo ich erkläre, wie das funktioniert mit dem komischen Kühlsystem hier drin. Ja, ich hoffe, die Frage beantwortet zu haben und wünsche euch einen schönen Tag.